Das ist die Ausgangslage. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, wir werden sowieso warten müssen, bis die Untoten mit dem Kessel hier rüber sind. Werden sie erstmal nicht machen, die bleiben erstmal hier hinten. Die nehmen ganz normale Schlachtreihenaufstellung. Das will das Mittelreich, die wollen sie auch da haben. Und das Mittelreich selber wird hier Position aufnehmen. Und da dürfen dann diejenigen, die dann mit mir taktieren wollen, dürfen dann die Grünen aufstellen. Die haben jetzt natürlich erstmal nur diese Sicht, diese Schlachtreiheninformationen, wissen, dass dahinter eben noch mehr sind, wissen aber nicht, welche Einheiten. Das können sie aber nicht sehen. Soweit klar? Das heißt, wir können einfach mal reinzoomen in die Streitmächte. Wir haben hier ganz viel Infanterie. Das sind dann immer Batzen zu 500. Die können Sie auch trennen. Dann haben wir hier 500, 500, 500. Das sind insgesamt irgendwas mit 2000. Hier unten sind auch noch ein bisschen. Das sind dann zwei irgendwie 400, 200, 800. Dann haben wir hier die Kavallerie, die Reiterei. Die können Sie dann auch irgendwie frei beliebig benutzen. Jede Kavallerieeinheit, beziehungsweise auch den Infanteristen. Da muss ich mal schauen, ob ich da noch irgendwelche Geweihte oder Magier zuordne. Aber wir haben auch ein reines Magier-Banner und wir haben auch ein reines Golgariten, beziehungsweise ein reines Bannstrahler-Banner. Okay. Die haben dann Qualität 7 und Moral 7 und die fressen und sich durch einfach alles durch und schnitzeln sich. Bei Bannstrahler Q7. Zumindest jetzt, wenn sie in dem Kampf gerüstet sind, dann gehen die in. Ja gut, vielleicht. Also Golgariten sind auf alle Fälle Q7, die sind halt ausgebildet dafür. Vielleicht sind die Bannstrahler auch nur Q6. Ja. Mit den aufgerüsteten und gebufften Waffen, dann sind die Q6. Die kämpfen auch alleine, die haben nämlich keinen Bock wegen Auralit. Wegen der Gut. Schlagenknolle oder was auch Ja, immer. genau. Weil die gestohlen wurde und die KGA so böse ist und dann haben die gesagt, nee, sorry, dann kämpfen wir alleine und rennen halt wie die Irren in die Formation rein. Ja, also das, was Bandstrahler in den alten DSA-Abenteuer immer machen. Genau. So, also der grüne Pfeil ist auch quasi nur noch einmal für die da. Die können sie benutzen, können dann irgendwie planen und sagen, wo sie hinlaufen wollen und stellen dann irgendwie ihre Einheiten auf, ob sie dann irgendwie so eine schiefe Schlachtreihe machen oder einen Keil oder wann es irgendwie formen. Das ist denen komplett überlassen. Die müssen halt dafür sorgen, dass diese Untoten dann nicht in ihrer Formation aufmarschieren und dann hier gegendrücken. Das ist natürlich der Fall, den sie nicht haben wollen, sondern jetzt müssen sie, während sie hier so aufgestellt sind, dann müssen sie angreifen. Das als Ausgangspunkt. So meine Idee. Dann können wir eben zurückgehen auf die Karte für den Spielleiter. Ja, wir haben hier eben unglaublich viel Infanterie. Das ist einfach alles nur zum Binden. Das ist ziemlich langweilig. Da passiert nicht so viel. Der eigentliche Plan, den ich vorhabe, beziehungsweise den die Heerleitung hat unter Lucardus von Kemet und Rassasor, sie wollen den Keil, der ist ihnen quasi ziemlich egal, den können sie hier reinrennen. Sollen sie mal machen. Aber die Infanteristen, die dann hier vorne gebunden werden, die sollen dann gedrückt werden mit der Infanterie und zwar in die Marschen rein, dass die dann alle ertrinken. Das ist eigentlich so der Plan, wenn die Infanteristen, die Freundlichen, in die Marschen reinlaufen, dann sind die halt weg. Das ist also die erste Planung, die vorhaben. Ich habe hier hinten habe ich noch ein bisschen schwere Kavallerie. Die sorgt dann einfach dafür, dass man da nicht überrannt wird. Ich habe hier ein Sekundärziel. Das ist ein Untotenbanner von Arokka. Das kann eben auch nochmal genommen werden. Das heißt, die Information könnte ich denen zukommen lassen, wenn sie dann spähen, dass ich hier oben ein Banner habe und hier ein Banner habe, das dann eben die Zombies schwächen könnte oder die Skelette. Aber korrigier mich, wenn ich falsch liege, aber sagt Abenteuer nicht so pro 40 bis 80 Untoten ein so ein Banner? Ganz generell kann Rassasor, glaube ich, auch nur mit einem Magnum Opus 144 Untote erheben. Das ist aber Schwachsinn. Ja, nee. Also ja, ich glaube, in dem Abenteuer steht das so drin, aber ich habe, also da wird jedes einzelne Banner, jedes einzelne von diesen 200 Bannern wird einen einzelnen Fahnenträger haben, aber das hier sind dann eben die großen mit Arokka-Runen drauf. Okay. Und das sind dann eben zwei Sekundärziele, die sie dann eben holen können und zusätzlich dann eben der Kessel, der dann hier angebracht ist.
Ja, was ich hier eben gemacht habe, um den unteren zu schützen, Drachenjäger, das sind dann Drachenreiter, die dann auf Tatzelwürmern in die Schlacht reiten. Das ist eine ziemlich gute Einheit. Da müssen sie sich überlegen, ob sie da rein können, ob das irgendwie sinnvoll ist. 200 Drachenjäger, also wirklich Tatzelwurmreiter. Krass. Nein, 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 nein. Also ich habe Ach erstmal so. nur mit Steuerung C, Steuerung V habe ich die Ah, okay. Einheiten so groß gezogen und so benannt und Ah, okay. das werden keine 200 Drachenjäger sein. Wahrscheinlich so vielleicht zwei Drachen. Also zwei Tatzelwürmer und dann halt Genau, noch ein zwei bisschen. Tatzelwürmer und dann noch irgendwie Fußvolk oder so. Das habe ich hier oben auch gemacht. Ich habe hier aber zusätzlich auch noch meine Pioniere. Artillerie. Ich habe hier meine Pioniere, die graben Zugkräfte. hier. Und wenn irgendjemand Kommen wir in. noch hin. Oh, ja, Spezialkräfte. Wenn Weiße Hetzer. irgendjemand. Wenn irgendjemand in die. Ja, hier rein möchte von dieser Seite aus. Dann lasse ich mir das eben mit Gräben absichern, sodass schwere Reiterei hier nicht durchkommt. Die fallen in die Grube, werden von Zombies Kurz, welche gefressen. Seite nochmal? Ich habe deinen Pointer nicht gesehen. Hier, wenn die Grünen Ach hier so. irgendwie reinkommen sollten, dann fallen sie in die Gräben mit ihrer Reiterei. Das wissen die natürlich nicht. Und wenn die da reinfallen, dann werden sie von den weißen Hetzern zerrissen. Das ist so mein Plan. Jetzt bietet sich natürlich noch der Wald an. Da habe ich auch gesagt, die wenigen, ich weiß gar nicht, was ist das? Ist das normale Infanterie? Ja, das ist normale Infanterie. Alles, was ich hier nicht brauche, das sind nicht so viele Einheiten, die werde ich in den Wald schicken und dann gibt es im Wald einzelne kleine Scharmützel mit wenigen Leuten. Da macht das auch nicht Sinn, dass man damit irgendwie 200 Reitern losreitet. Das müssen eben kleinere Einheiten sein. Ich habe hier zudem auch normale Kavalleristen, die werden hier im Schatten warten. Hier oben werde ich dann den Boron-Schrein stationieren und wenn dann Ja, warte, hier. jetzt. Hier oben meintest du bohren. Genau, also wir haben hier Kavallerie, die wartet hier in diesem Schatten. Und ja, das, was ich vorhabe, ist eben, ich warte hier mit Pionieren. Da mache ich einfach nur Gräben rein, dass da niemand rüberkommt. Das sichere ich einfach mit Pionieren ab. Hier oben habe ich noch Artillerie hingestellt, also ein bisschen Artillerie, ein bisschen Kavallerie, beziehungsweise hier sind nur Pioniere. Ich weiß noch nicht genau, was ich mit den Pionieren mache, aber einfach, falls da irgendwas passieren sollte, falls irgendjemand von oben durchbrechen sollte, dann habe ich hier noch meine Pioniere, die dann vielleicht ein kleines Mörserfeuer oder sowas versuchen. Die können auch ziemlich schnell überrannt werden. Ansonsten, hier Sekundärziel, das wird da irgendwo, wird der Boron-Schrein, der Boron-Tempel liegen oder vielleicht auch hier oben. So, dass sie da zumindest die nächste Queste hätten. Ja, und dann schaue ich mir einfach mal an, wie dann, ich gehe wieder auf die Spieleransicht, wie sie dann aus diesen wenigen Informationen, die sie haben, irgendwas Sinnvolles machen. Im Prinzip müssen sie müssen nicht gewinnen, sie müssen nicht verlieren. Mich würde einfach interessieren, wie viel sie verlieren oder wie viel sie eben auch retten können. Würde mich einfach sehr interessieren. Und dann kommt halt der Keil des Lichts, den bilden die Helden. Das ist dann nichts, was dieses Scharmützel-Ding macht. Aber wenn die halt nur 3 Stunden rumsitzen und sich den Kampf angucken, dann kann man da eben schön beschreiben, an welcher Stelle eine Flanke einbricht und Ja. wo sie aufgerissen wird, wo dann deutliche Erfolge zu erzielen sind, eventuell auch, wie man diesen Keil ansetzt, ob man eher von Norden einläuft oder ob man dann eher von Süden einläuft, ob man die Brücke sprengt oder ob man was ganz anderes versucht. Das sind dann so die Sachen, die ich dann damit versuchen möchte zu beschreiben. Hast du noch andere Ideen, was man, also du siehst jetzt ja meine Planung, du siehst meine Pfeile. Ich hatte noch überlegt, ob man eventuell eine kleine Einheit, also so 200 Leute, hier durch den Wald schickt und dann hier von oben kommt. Da kann man auch noch super finden, ne? Weil wenn man dann irgendwie denkt, ja, jetzt sind sie hier durchgebrochen, schicken wir mal, weiß ich nicht, 1000 Einheiten nach Norden und dann sind da aber nur 200, dass man da dann eben die Kräfte so ein bisschen abziehen kann, das wäre auch noch eine gute Idee. Vielleicht kriegen Ja, sie da Panik. wo wir das erste Mal drüber gesprochen hatten, hatte ich ja auch noch angemerkt, sowas wie hier untote Tiere aus dem Wald einfach rausjagen durch die Flanke. Die Spezialkräfte, da könnte ich auch noch die weißen Hetzer, könnte ich auch nur hier abziehen. Wenn ich sehe, dass die hier nicht rüberlaufen, dann werde ich die weißen Hetzer einfach durch den Wald schicken. Die können ja ziemlich schnell sein. Ja. Und dann werden die von hier einfach darüber geschickt. Dann kann man dieses kleine Dörfchen hier noch raiden. Genau. Also ich glaube, wenn du dir das halt einmal anguckst, vielleicht spendiere ich den Grünen nochmal ein paar Einheiten, vielleicht ein bisschen Musketenschützen aus dem Horasreich oder so, weil das unterstützt auch, ein paar Torwaler oder so. Also Spezialkräfte habe ich ja noch nicht wirklich gebunden, die kommen aber noch.
Müsste ich mal sehen, wie viel da noch sinnvoll wäre. Aber das ist schon eine ziemlich hoffnungslose Lage. Reicht gerade, dass man hier erstmal alles dicht macht, damit sie dann nicht komplett einnehmen. Und dann muss man sich eben überlegen, an welcher Seite man dann eben reinläuft. Ob von oben oder von unten oder ob man beide Seiten versucht, ein bisschen stärker zu machen. Ja, was hast du dir an Spezialtruppen so auf der guten Seite gedacht, außer Golgariten, Bandstrahler und Magier-Truppen? Ja, da könnte man überlegen, ob man noch sowas wie, also ich hatte gesagt, Torwaler kommt, da könnte man einen Swafnir-Geweihten einbauen mit ein paar Wahlwütigen. Was hältst du davon? Oh ja, Selbstmordkommando. Die Walküren-Ritt. Aha. Wahlwut. Dann mache ich einen Banner mit denen. Die können auch ziemlich aufdrehen. Bitte in Kombination mit Paralys und Katapulten. Einfach paralysieren, bis zum Feind katapultieren, Paralys aufheben. Ja, Pioniere haben, ne? Ist natürlich schon ganz schön, ganz schön brutal. Ja. So, dann haben wir noch horasische Musketen. Ich meine, bin ja immer dafür, auch den Alanfana-Bohren Kult mit einzubeziehen. Da weiß ich bloß nicht, wie da der Stand beim Jahr des Feuers ist. Ich habe überlegt, ob man sonst noch 10 Einheiten Basaltfaust nimmt. Einfach nur 10 Basaltfäuste. Mhm. Die sind natürlich auch mit Bohr- und geweihten Waffen unterwegs. Ja. Haben vielleicht noch einen Chorgeweihten am Start. Bei den Basaltfäusten weiß man ja nie. Mhm. Ja, aber ansonsten, was gibt es denn da noch? Ein paar Geschütze. Also ja. Jetzt hier klassisch Katapulte. Artillerie. Ja. Das ist ja das Gute gegen die Untoten. Da reicht es ja, irgendwelchen Müll in die Reihen reinzufeuern, um da Unordnung reinzubringen und so weiter. Brandgeschosse sorgt dann einfach für brennende Zombies. Ja. Ist natürlich besonders schön. Also sie werden ja auch direkt nochmal im Abenteuer beschrieben, dass es dann irgendwo weiter hinten eine Einheit gibt mit brennenden, also mit Brandleichen. Würde ich ganz cool finden, wenn das erstmal ganz normale Leichen sind, wenn man dann vielleicht ein paar mit den Katapulten dann wegschnetzelt und dann bleiben so vielleicht 10 Stück eben von diesen 200 über, die dann Brandleichen sind. Ja, was auch eine üble Nummer ist, hier ein paar von diesen Tierkadavern mit Immunität Feuer ausstatten, anzünden und dann einfach in die Feinde reinjagen. Auch eine gute Idee. Ich gucke gerade nochmal im Abenteuer. 5 Pfeile des Lichts, meisterliche Kampfmagier mit großer Schlagkraft. 2 Hände, also 10 Personen, Elitekämpfer von der Elfenschwadron, Agenten der KGA. 2 Magier und 8 Tempelgardisten der Drakoniter. Das ist auch nochmal ganz interessant, wenn wir dann Hesinde-Geweihte haben. 40 Sonnenlegionäre, das ist halt das Bandstrahlerbanner, was ich hier zusammengebaut habe. 150 Lanzenreiter der Fertocker Garde unter Marschallin Angunde von Falkenhag. Die geht hier auch drauf. Ja, naja, nee. Zwerge! Ich brauche mehr Zwerge. Ja. Etwas, was ich nie in Bezug auf DSA sagen würde. Aber ja. Ich brauche mehr Zwerge? Ja. Ja, also ich habe jetzt die Zwerge vor allem eben auch als Pioniere genommen, auf jeweils beiden Seiten, aber die können natürlich eben nicht nur schanzen. Ich glaube, die können richtig Vorteile bekommen, wenn sie wirklich effektiv Graben machen, wo dann die Zombies reinfallen, wenn sie da irgendwie die Gebiete, die Front verkleinern. Ich glaube, das wird ihnen richtig helfen, wenn sie ihre Pioniere benutzen, um, ja, meinetwegen... Einfach mal so 2 Meilen Graben ziehen. Oder nee, wann mal Mikros war das hier? Da hast du geeicht, ungefähr, ja? Ich habe das geeicht, ja. Eine Einheit ist da. Also wenn ich hier so... Wenn hier bis hier die 700-800 Meter einfach mal einen Graben ziehst, 2 Meter breit, 3 Meter tief, da fallen schon etliche Untote rein, bevor der voll ist. Was sonst auch gut ist, wenn du von hier darunter gräbst und dann den letzten Spatenstich hier machst, da ist natürlich ein bisschen sumpfig, aber Zwerge kriegen das hin und dann flutest du automatisch eben diesen Teilabschnitt. Ja. Damit kannst du dir auch gerade mit Wasser, kannst du, glaube ich, noch eine ganze Menge erlauben.
Ja, wobei die Frage ist halt, ob es den Aufwand wert ist, damit Wasser zu hantieren, weil Untote können nicht ertrinken. Sie können auch nicht schwimmen. Ja gut, du hast recht. Die laufen einfach am Grund weiter. Aber nicht bei der Strömung, glaube ich nicht. Naja, wenn du hier einfach nur so einen kleinen Graben ziehst, da ist da auch nicht viel mit Strömung. Dann musst du noch einen Effortgeweihten dahin stellen. Einfach mal das Wasser Wenn du meiden. da einen Effortgeweihten hinstellst und die Zwerge hier schanzen, das ist, glaube ich, eine gute Idee. Auf die Idee müsste man eben kommen. Aber was ich mich gerade frage, weil du das mit der Strömung gesagt hast, stell dir mal vor, die spülen da wirklich irgendwie so 300, 400 Untote Dergel runter, die in Dankalirentena werden sich bedanken. Ich wollte Dort, gerade wo sagen. tauchen da auf einmal Untote auf. Also auf alle Fälle ist der Dergel ist ja schon so ein bisschen mythisch und magisch und da ist ja irgendwie dieser Flussvatergeist und hast du nicht gesehen und der graue Mann, der da irgendwie aufpasst und deswegen bleibt ja auch die Wildermark auf die Dergel beschränkt. Aber ja, also wenn du da nicht ordentlich aufpasst und der graue Mann das nicht verhindert, dann stehen die Untoten in Rankara Liretena. Ja, beziehungsweise irgendwo zwischen dem Ort und dort an der Brücke. Die Dorp. Ist da eine Brücke? Ich glaube, die wird abgerissen. Nee, Ja, gar nicht. jetzt Die, wissen nee, wir. nee, nee. Das ist die einzige Brücke, die es noch gibt. Ja. Die wird dann gehalten von zwei Seiten. Da ist dann die ganze Zeit Krieg in der Wildermark. Naja, und wenn es halt besonders schön ist, dann setze ich halt Rassasur auf den Feldherrnhügel. Der fliegt dann hier hoch. Warte, 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 fällt hinten. Ach, gut, ja, okay. Genau, da werde ich Rassasur hinsetzen. Der kann auch den Rest zerquetschen, das ist ihm halt alles komplett egal. Lucardus von Kemet stelle ich hier in den Kessel. Oh, Suppenkoch. Ja, in dem Abenteuer ist ja irgendwie dieser Priester, König, Kaiser, der König der Untoten. Finde ich total bescheuert. Ist halt irgend so ein random Typ, hast du vorher noch nie gesehen, wird danach nie wieder erwähnt. Nö, ich stelle einfach Lucardus von Kemet hin. Das macht doch total Sinn, dass der General von Rassasur einfach da dann die Untoten befehligt. Ja, vor allem ist ja das mit diesem untoten Heerführer, dem du mit einer Attacke plus 8 die Krone vom Kopf schlagen musst und schwupp. Ja. Ich meine, da musst du erstmal drauf kommen, aber das ist halt schon ein bisschen billig, oder? Ja. Und Lucardus von Kemet kann halt genauso wenig sterben. Der hat ja auch irgendwie seine komische Figur liegt ja irgendwo anders und dementsprechend ist er unsterblich und heilt wieder zu. Tja. Und dementsprechend ist er einfach der perfekte Bewacher für diesen Kessel. Was fällt mir noch Gemeines ein? Irgendwas für den Wald? Da könntest du auch sonst noch eine Waldkarte bauen. Ich glaube, ich gehe ganz stark davon aus, dass wir uns entweder dieses Stück oder dieses Stück. Ich gehe eher davon aus, dass wir dieses Stück hier brauchen. Ich weiß gar nicht, ob du dann den Grundriss hier übernehmen willst und dann einfach nochmal in größer zeichnen. Das ginge auch eben mit einer ganzen normalen Blankokarte. Einfach dann dieses Gelände und dann stellen wir da eben tausende von Bäumen drauf. Das wäre eben eine Möglichkeit, dann noch ein bisschen buschig zeichnen. Das kann ja auch Busche sein, das muss dann ja kein Wald sein. Ja, das kannst du ja als Untergrund nehmen und dann noch die Baumtoken Genau, draufsetzen. richtig, richtig, sehr gut. Ja, und dass man dann eben auch hier in diesem kleinen Waldstück kämpfen kann, wenn man dann so mit kleinen Elite-Einheiten, so 10 Leute oder so, da reinläuft mit Helden, kann man eben auch versuchen, hier zu kämpfen und Krieg zu führen. Das wäre gerade noch eine Möglichkeit, die mir einfiele. Wenig Licht. Na gut, da ist ja sowieso wenig Licht, also ist Die in dem Wolke Wald Rastos wahrscheinlich. ist da drüber, ja. Wird es dort so zappenduster sein, dass du wahrscheinlich dich umbringst, weil du dich auf einen Ast Was aufspießt hatten wir gesagt? Wie oder groß ist die Wolke? so. Warte mal, ich. 3 Kilometer, ne? Sieben Ja, also Meilen? 3,2 oder so. Also, wenn man von der Brücke. Nee, warte Muss ich mal, muss warte ich muss mal. gerade noch mal im Abenteuer nachgucken, wie groß der. 50 Rechtmeilen. Das war die Fläche, ne? Hatten wir letztes Mal Genau. gesagt. Oh, warte mal, lass mich kurz überlegen. Also die Kreisfläche ist Pi mal Radius zum Quadrat.
Wir haben eine Fläche, sind... Achso, sind... ich habe gerade die Oberfläche genommen. Also wir haben 50 Meilen als Ergebnis und Pi mal R Quadrat ist es. 50 ist die Oberfläche von dem... ist das Volumen von dem Kreis. Ein Kreis hat kein Volumen, nee, sondern... die Kreisfläche. Die Kreisfläche, genau. Die Fläche setzt sich aus Pi R Quadrat zusammen. Das heißt, wir müssen 50 durch 3 teilen. 50 durch 3 und dann die Wurzel ziehen. Mhm. Das sind 4. 4 Meilen. Na, da, wenn das Ding auf der Brücke steht... Moment, ich brauche gerade mal einen Token. Ist... Warte... Also, bist du ungefähr hier... ist halb Wehrheim beschattet. Ja, genau. In dem Umkreis. Das ist schon ganz schön bitter. Also der ganze Wald ist eben auch besetzt. Ja. Was vielleicht Sinn machen würde, wenn du dir ein kreisförmiges Token machst. Ja, und dann sehr transparent, also ich sag mal sowas wie 20% oder 10%. Genau, einfach 10% schwarz und dann hochskalieren, dass du es auch wirklich präsent hast. Ja. Na, wenn sich dann auch beim Marsch der Untoten so Independence Day-artig der Schatten immer weiter vorschiebt. Das ist eine gute Idee. Da muss ich natürlich, das ist natürlich ein großes Bild. Gar nicht, ich kann ja auch einfach ein kleines Bild nehmen. Ja. Kann ja verpixelt sein, dann drücke ich auf Size, Native Size, dann kann ich da irgendwie erhöhen, wie ich will, obwohl das wenig Pixel hat. Ja. Wenn es eh nur schwarz ist, kann es auch verpixelt sein. Richtig. Ja, das ist eine gute Idee. 50 mal 50 und dann mache ich. Teilen auch die Fragen, wo ist es überhaupt noch dunkel? Ja. Was würdest du als Erschwernis im Nahkampf geben, also wenn du dann später in den Helden, in den Heldenmodus gehst? Also eine 8-8 ist ja richtig dunkel, ohne Sonne. Ja, also im Wald würde ich... Im Wald kann man sowieso schon mal eine 3 geben und dann mit Rahast ist nochmal eine 2? Nee, da würde ich fast sogar absolute Dunkelheit sagen. 8-8? Wenn jetzt keiner Licht macht. Boah, ja. Ja, vor allem ist es auch ziemlich nah am Zentrum, ne? Ja. Es ist im Wald. Es ist ja auch nicht nur die Wolke, sondern es ist auch noch die Festung über dir. Ja gut, das wissen sie ja nicht, aber... Ne, das wissen sie nicht, aber... Ja, nee, okay, dann geben wir dem Wald, geben wir eine 8-8. Ja, und auf freiem Feld so eine 4. Ja. Wobei im Zentrum oder direkt beim Kessel kann man das auch höher drehen und am Rand... Was weiß ich, direkt am Rand 2-2 und dann pro Meile in 2er Schritten nach oben gehen oder so. Wobei, nee, da bist du beim Kessel dann auch bei einer 8-8. Das ist vielleicht ein bisschen fett. Ja, warum nicht? Klar. Ja. Also Wald machen wir eine 8-8 und Kessel machen wir eine 8-8. Das wird, ja, schon, genau. Das wird schon richtig bitter. Klar, die können dann da irgendwie mit Liturgien arbeiten und dann den Praios-Geweihten sagen, macht mal Licht. Ja. Ist natürlich mit Rahastris als geweihte Wolke, ist das ja nicht ganz so geil, aber... Ja. Praios kommt da irgendwie durch. Naja, stand ja auch im Abenteuer, der selbst der zerschmetternde Bannstrahl schlägt nur kurzzeitig Lücken hinein. Mhm. Wächst dann wieder zu. Ja. Das ist schon ein richtig krasses Abenteuer. Ah gut, sie müssen halt auch... sie müssen nicht gegen Rassasor kämpfen, der... Das wird ja nix. Ja. Sie müssen nicht Lucardus besiegen. Sie müssen nur durchhalten. Sie müssen halt Lucardus irgendwie tanken und nebenbei den Kessel kaputt machen. Dürfen sich da nicht ablenken lassen. Ja, das ist halt wirklich bloß aussetzen. Aber trotzdem gegen 40.000. Ja, die stehen dann halt alle noch auf der anderen Seite, die kommen da alle nicht rüber, weil, naja, ich weiß gar nicht, wie viel ich jetzt hier reingezogen habe. Ich glaube, hier vorne sind 4.000, das ist gar nicht so viel. Mhm. Und dann sind das hier noch irgendwie vielleicht nochmal 2.000 oder so und ja. der Rest steht halt hier hinten. Ja gut, aber das brauchst du halt auch alle gar nicht. Das ist einfach nur eine krasse Zahl, wenn du mal so ankommst. Wie viele Untote sind's? 20.000, 40.000. Dapazien, also die Wildermark, hat 260.000 Einwohner. Ist
Beziehungsweise, wenn du dir mal dann Tobrien ansiehst, Tobrien ist ja auch ein bisschen größer. Nehmen wir einfach mal die Varunkai. Die Varunkai ist ungefähr so groß wie Dapatien, auch wenn das nicht ganz so belebt ist. Aber wenn du dann eben von den ganzen Toten einfach mal 40.000 Tote erwächst, Rassasor wird das können, wenn der im Kreis 6 oder 7 ist. Wie gesagt, die Regeln für ein Magnum Opus sind, glaube ich, 12 mal 12, also 144. Aber das ist halt viel zu wenig. Ja, das ist wirklich ein bisschen lächerlich. Vor allem hatte er die 40.000 über 7 Jahre erheben können. Und er fordert ja auch die ganze Zeit, dass man dann die ganzen Leichen eben zu ihm bringt. Und der macht halt den ganzen Tag nichts anderes. Das sind 144 schon ein bisschen wenig. Ja, ich weiß gar nicht, soll ich den Seelensammler mal vorstellen? Also ich... Und wenn ja, wo? Ich weiß nicht, das ist... Also, wenn du Nirraben noch mit einbringst, da hast du... Rassasur, Verhastes, Lucardus und Nirraben. Das ist vielleicht ein bisschen viel. Vielleicht Lucardus und Nirraben austauschen? Ja, aber ich glaube nicht, dass, dass der zurzeit generaliert. Also da würde ich eher auf den Seelensammler verzichten als auf Lucardus. Nee, das war jetzt auch eher ein Vorschlag, wenn du den Seelensammler dabei haben willst. Hey, also wie gesagt, du musst ja gar nicht die besiegen. Sollst du ja auch gar nicht. Es geht ja einfach nur darum, wenn irgendwann jemand hier vordringen sollte, dann würde ich das auch als Abenteuer erzählen. Das heißt, die Schlachtreihen brechen von hier dann da durch und werden dann da reingequetscht. Und irgendwie eine Gruppe aus ganz wenigen Leuten haben ja die Chance, an den Infanteristen dann vorbeizulaufen, sich in dieses kleine Wäldchen zu pirschen, dann zusammen mit dieser Hütte dann in den Nahkampf zu gehen, mit dem Bannerwächter mit den Arokka-Ruhen drauf, und da steht dann einfach mal der Seelensammler. Und das wird dann eben mit Helden erzählt. Die können dann für diese Runde generiert werden. Da sag ich einfach mal so, ja, irgendwie 8000 AP. Und dann könnt ihr einfach mal hier gegen den Typen kämpfen. Und das ist dann ein kleines abgeschlossenes Abenteuer.